Was du unbedingt kennen solltest, sind deine KPIs, die Key Performance Indicator. Diese Kennzahlen, die solltest du kennen, um zu wissen, ob du am Ende mit deiner Werbeanzeige profitabel bist oder ob sie nicht profitabel ist. Ja, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist René von teachdich.de. Heute mal aus der Natur, ganz spontan. Deswegen hörst du im Hintergrund wahrscheinlich auch Vogelgezwitscher. Aber das soll uns nicht weiter davon abhalten, ein wichtiges Thema zu besprechen. Und zwar geht es heute mal darum, wie startet man denn nun eigentlich Affiliate Marketing richtig? Was ist die beste Möglichkeit, Affiliate Marketing zu starten? Genau diese Fragen bekomme ich sehr oft gestellt. Und da muss ich eins schon mal vorneweg sagen, es gibt keine beste Möglichkeit. Es gibt nicht die beste Möglichkeit oder die beste Traffic-Quelle. Alle Möglichkeiten funktionieren. Es gibt tausend Arten, wie du Affiliate Marketing starten kannst. Du musst für dich persönlich die richtige Möglichkeit finden. Und wie du die findest, darauf möchte ich jetzt mal eingehen. Zunächst einmal solltest du für dich selbst die Frage beantworten, welche Interessen hast du denn eigentlich? Weil wenn du mit Affiliate Marketing starten möchtest, dann macht es am Anfang auf alle Fälle Sinn, nach seinen Interessen zu gehen und nicht einfach ein x-beliebiges Produkt zu bewerben, mit dem du vielleicht viel Provision erhältst, aber was dich gar nicht interessiert. Gerade am Anfang ist es wichtig, such dir ein Produkt aus, was zu deinen Interessen passt. Vielleicht bist du Angler, vielleicht hast du ein anderes Hobby. Wenn du Angler bist, dann solltest du dir vielleicht einfach mal so einen Angelshop aussuchen oder einen Produzenten einer hochwertigen Angel. Gehst auf die Webseite, scrollst ganz nach unten und schaust, ob dort ein Affiliate-Programm angeboten wird, ob du dich dort als Affiliate-Partner bewerben kannst. Wenn ja, dann bekommst du dann von der Firma einen Link, den du benutzen kannst, bekommst vielleicht 10% oder 20% oder vielleicht auch nur 5% Provision auf jeden Angelverkauf, der dann über deinen Link passiert. Und dann könntest du dir eine Nischenwebsite aufbauen etc. etc. Also da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Aber erstmal, wie gesagt, schau, welche Interessen hast du. Wenn du später, wenn du es richtig drauf hast, kannst Google Ads schalten, kannst Facebook Ads schalten, dann spielt es auch nicht mehr so eine große Rolle, ob dich das Thema wirklich interessiert, sondern dann geht es mehr um die Profitabilität. Aber gerade als Einsteiger solltest du wirklich erstmal gucken, was interessiert dich, weil dann wirst du auch eher dabei bleiben, wenn es nicht so richtig funktioniert und wirst dann trotzdem weitermachen. Wenn du gleich profimäßig einsteigen möchtest mit bezahlter Werbung, dann wirst du, wenn es nicht gleich funktioniert, eher aufgeben, als wenn dich das Thema wirklich interessiert. Die nächste Frage, die du für dich klären solltest, was kannst du eigentlich? Kannst du gut Suchmaschinenoptimierung? Kannst du vielleicht Nischen-Websites aufbauen, also mit WordPress umgehen oder auch mit Builderall irgendwelche Landingpages aufbauen? Bist du vielleicht eher Fachmann für Facebook-Gruppen oder für Instagram oder für YouTube? Also das musst du für dich mal selbst rausfinden, was du kannst, was du besonders gut kannst. Und in diesem Bereich kannst du dann reingehen. In diesem Bereich wirst du dann erfolgreich sein mit Affiliate Marketing, weil wenn du nicht weißt, wie man eine Nischen-Website aufbaut, warum solltest du dann dich erstmal damit auseinandersetzen? Da kannst du eben auch andere Traffic-Quellen oder andere Dinge nutzen, die du bereits kannst. Du könntest zum Beispiel einen Instagram-Account nutzen, vielleicht hast du dann auch schon einen und über diesen Instagram-Account Affiliate-Marketing betreiben. Kommen wir auch schon zum wichtigsten Thema im Affiliate-Marketing, die Traffic-Quellen. Also du musst irgendwie Besucher auf deine Website kriegen oder Besucher auf dein Angebot kriegen. Muss ja nicht unbedingt eine Webseite sein, aber du musst dir ja Gedanken machen über die Traffic-Quellen. Es gibt ja auf der einen Seite die Paid Ads, also die bezahlte Werbung, Facebook Ads, Google Ads oder auch Bing Ads oder andere Werbeanzeigen. Oder auf der anderen Seite den Free Traffic mit SEO zum Beispiel, Suchmaschinenoptimierung, versuchen deine Webseite nach oben zu kriegen. Oder YouTube nutzen, Instagram nutzen, alle diese Sachen, die ich schon aufgezählt habe. Pinterest könnte man auch nutzen, einen Pinterest-Account aufbauen und darüber Free Traffic generieren. Also Besucher auf die Seite, Besucher auf dein Angebot bekommen, ohne dafür was zu bezahlen. Das wäre die andere Möglichkeit. Damit einhergeht jetzt, wie viel Zeit hast du? Hast du wenig Zeit? Dann solltest du auf die Paid Ads zurückgreifen, auch wenn du dich vielleicht schon ein bisschen mit dem Thema auskennst. Wenn du viel Zeit hast, kannst du auch zum Beispiel in Quora posten. Das ist so eine Frage- und Antwortseite, quora.com. Da könntest du Antworten geben auf Fragen, die da gestellt werden, und in diesen Antworten kannst du dann deinen Affiliate-Link unterbringen oder einen Link zu deiner Seite, auf der ein Affiliate-Link hinterlegt ist, und so kannst du kostenlosen Traffic generieren, weil diese Quora-Antworten, die ranken zum Beispiel ganz gut in Google, und hierüber könntest du, wenn du viel Zeit hast, viele Fragen beantworten und viel Traffic generieren. Wenn du eben wenig Zeit hast, dann musst du auf andere Möglichkeiten zurückgreifen. Entweder musst du jemanden bezahlen, der das macht, oder also du musst eben Geld in die Hand nehmen. Das ist ja das Schöne am Affiliate-Marketing. Entweder du hast Zeit oder du hast Geld. Für beides ist Affiliate-Marketing geeignet. Wenn du Geld hast, kannst du direkt Paid Ads, Paid Advertising machen.
wenn du eher Zeit hast, dann kannst du das Ganze schön langsam aufbauen. Dauert dann natürlich ein bisschen länger. Mit bezahlter Werbung kriegst du sofort Ergebnisse. Die müssen nicht gleich perfekt sein, aber du hast dann eben sofort Ergebnisse. Das ist hier der ganz große Vorteil. Nicht zuletzt musst du dir natürlich ein Produkt aussuchen. Habe ich ja eben schon mit der Angel so ein kleines Beispiel gebracht. Produkte findest du auf verschiedenen Seiten im Bereich Finanzen, zum Beispiel Tarifcheck. Das Tarifcheck-Partnerprogramm kann ich dir gerne mal unten verlinken. Mit dem habe ich ja in letzter Zeit auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Dazu gibt es demnächst ein Update. Habe ich auch hier mal das Video verlinkt hier oben. Kannst du dir gerne noch mal anschauen, wie ich dann innerhalb von mittlerweile 2 Wochen habe ich jetzt 1500 Euro Umsatz gemacht. Also und am ersten Tag 262 Euro. Verlinke ich dir gerne mal hier oben das Video. Kannst du dir gerne mal anschauen. Ansonsten im Finanzbereich gibt es dann noch financeads.net. Auch eine schöne Seite, auf der du zum Beispiel Banken wie die Consorsbank oder ja, alle möglichen anderen Depotkonten bewerben kannst, wenn du in dem Bereich, in der Nische drin bist. Du könntest digitale Produkte bewerben über Digistore24, zum Beispiel Kurse, die dort angeboten werden. Da bekommst du auch hohe Provisionen von bis zu 70%, also nicht ungewöhnlich, auch mal 50-70% zu bekommen. Alternativ kannst du, wie vorhin schon angesprochen, auf Seiten der Händler direkt gehen, ganz nach unten scrollen, einfach mal gucken, haben die ein Affiliate-Programm? Die meisten haben eins und dann bewirbst du dich und wenn du angenommen wirst, dann kannst du direkt einen Affiliate-Link erhalten und kannst direkt das Produkt bewerben, kriegst mehr Provision als über Amazon. Über Amazon ist es natürlich auch einfacher, du kannst dich bei Amazon bewerben für das Partnerprogramm auf partnernet.amazon.de und kannst die ganze Produktpalette von Amazon bewerben. Und bekommst dann auch, wenn jemand irgendwas anderes kauft, bekommst du auch die Provision. Ja, die Provision ist bei Amazon allerdings relativ gering, zwischen 1% und 10%. Und ja, dann musst du schon viel Umsatz machen, damit du einigermaßen hier Gewinn erwirtschaftest. Amazon eignet sich meines Erachtens nicht unbedingt für Paid Ads, weil bezahlte Werbung kostet natürlich. Da musst du schon, wenn du bezahlte Werbung schaltest, auch Produkte haben, bei denen du am Ende auch mal 50 oder 100 Euro oder 150 oder vielleicht sogar 500 Euro bekommst für einen Verkauf, dann lohnen sich auch hier die Paid Ads. Ansonsten musst du wieder den Umweg über komplizierte Funnel gehen. Was du unbedingt kennen solltest, sind deine KPIs, die Key Performance Indicator, zum Beispiel CTR, also CTR, die Click-Through Rate. Wie viele der Leute, die deine Werbeanzeige sehen, klicken auch drauf? Sind das 5% oder 10%? Also das sind so Sachen, die du kennen musst, deine CTR. Zum Beispiel auch CPC, also Cost per Klick. Was kostet hier im Endeffekt ein Klick? Oder Customer Lifetime Value, CLV. Was ist ein Kunde wirklich wert am Ende? Sagen wir mal nach einem Jahr. Wenn er nicht gleich ein hochpreisiges Produkt kauft, vielleicht kauft er ja 2-mal, 3-mal oder 10-mal. Was ist er am Ende dann wert? Und diesen Customer Lifetime Value, wenn du den kennst, dann weißt du auch, wie viel Geld du für Werbung ausgeben darfst. Wenn dich der Kunde am Anfang 50 Euro kostet und er kauft erstmal irgendwas für 10 Euro, hast du erstmal 40 Euro Minus gemacht. Wenn er aber einen Customer Lifetime Value von 500 Euro hat, wenn er also weitere Produkte von dir kauft, dann wirst du am Ende trotzdem profitabel, obwohl es am Anfang gar nicht profitabel gewesen ist. Deswegen den CLV, den Customer Lifetime Value, solltest du unbedingt berechnen oder auch kennen. Ein weiterer Wert ist der Return on Ad Spend oder auch der Return on Invest. Was gibst du aus an Werbung, an Werbekosten und was kommt am Ende auch wirklich wieder rein? Das ist eben eine wichtige Berechnung, um zu berechnen, ob du profitabel bist. Gibt es auch Rechner im Internet, ROAS, Rechner, Return on Ad Spend oder auch Return on Invest. Je nachdem, ob du nach dem Umsatz gehst oder nach dem Gewinn. Aber diese Kennzahlen, die sollst du kennen, um zu wissen, ob du am Ende mit deiner, gerade Paid Ads, mit deiner Werbeanzeige profitabel bist oder ob sie nicht profitabel ist. Wenn sie profitabel ist, ich habe zum Beispiel jetzt bei dem Tarifcheck-Programm aktuell immer noch Return on Ad Spend von 280%, also 2,8-fache, kommt am Ende raus von dem, was ich vorne reinstecke. Und dann kann man eben hochskalieren, dann drehst du einfach an der Werbeschraube. Gibst du nicht nur 50 Euro am Tag aus, vielleicht sogar dann 100 oder 150 Euro Werbung am Tag, dann kannst du das Ganze hochdrehen, hochskalieren und machst am Ende mehr Umsatz. Wenn es negativ wäre oder wenn ich einen Return on Ad Spend von nur 90 hätte, würde ich 10% Verlust machen und würde das hochskalieren, dann würde ich am Ende, je mehr ich reinstecke, umso mehr Verlust machen. Also diese Key Performance Indicator, KPIs, solltest du dir mal anschauen und solltest kennen, und auch berechnen können. Am besten in einer kleinen Excel-Tabelle oder auch online. Google einfach mal, wirst du sicherlich finden.
Am Ende ist es eben wichtig, dann auch zu optimieren das Ganze. Selbst wenn du Werbeanzeigen schaltest, die kannst du immer wieder weiter optimieren, deine Click-Through-Rate verbessern, dass mehr Leute deine Anzeige klicken. Also am Ende geht es ums Optimieren, ums Skalieren, damit du auch dann die Schraube einmal drehen kannst oder das kleine Rädchen und damit es ordentlich nach oben geht, damit du schön hoch skalieren kannst. Insgesamt zusammengefasst, es funktioniert alles. Du musst nur bei einer Sache dabei bleiben, nicht alles gleichzeitig ausprobieren, also ein bisschen Paid Ads, ein bisschen Quora, ein bisschen Instagram und YouTube, sondern such dir eine Sache aus, starte einen YouTube-Kanal, verlinke in der Videobeschreibung zu deinen Produkten oder starte eine Nischen-Webseite zu einem bestimmten Thema und bringe schöne Blogbeiträge. Es gibt tausend Möglichkeiten. Mach irgendwas, bleib dabei, zieh es eine Weile durch und dann wird es auch erfolgreich sein. Und wenn das für dich nicht funktioniert, dann musst du dir halt eine andere Strategie suchen. Aber bleib erstmal eine Weile bei einer Strategie. Es ist leichter, als man denkt. Falls du es noch nicht gemacht hast, bilde dich weiter im weiteren Verlauf. Google Ads, Facebook Ads, ganz wichtig. Also dieses Paid Advertising, das solltest du dir selbst irgendwie beibringen oder beibringen lassen durch Kurse, Mentoren oder ja, irgendwas anderes oder lies Bücher, aber solltest du dir auf alle Fälle beibringen, diese Themen, weil dann wirst du richtig profitabel und dann kannst du am Ende hochskalieren und wirst viel Umsatz generieren mit Affiliate Marketing. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen, auch mal hier aus der Natur. Wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann hol das jetzt doch nach und aktiviere auch das Glöckchen, damit du nichts mehr verpasst. Wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin, mach's gut.